Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und es geht um das Samsung Z Flip. Und das ist ein großer Flop. Und weswegen, das sage ich euch jetzt. Zum einen, ihr kennt es ja, das Samsung erste Experiment mit einem Flip Phone, würde ich mal sagen, also mit einem Faltdisplay, war ja dieses hier. Das Fold. Und das hatte ja irgendwie so ein Mikro 5,2 Zoll großes, glaube ich, Display auf der Frontseite oder 5,4 Zoll. Egal. Es war halt Mikro im Vergleich zu dem Rest. Und jetzt hat Samsung es noch auf die Spitze getrieben, indem sie gesagt haben, okay, beim Flip machen wir es noch aggressiver. Wir machen ein 1, irgendwas Zoll Display vorne drauf, das zu gar nichts zunutze ist. Außer vielleicht die Uhrzeit anzuzeigen. Der Akkustand kann noch nicht mal neben der Uhr angezeigt werden, weil er einfach kein Platz ist. 1, irgendwas Zoll. Mikrodisplay. Wofür? Und dann natürlich diese komische Aussage, ja, unsere Smartphones werden immer größer. Hier habe ich jetzt mal Xperia 10 Plus. Also, wenn wir es nicht mehr mit einer Hand ordentlich bedienen können, wenn wir da oben nicht rankommen, machen wir es einfach knickbar. Anstatt eben kompakte Smartphones zu bauen, wie beim Galaxy S10e. Nö, wir machen einfach größere Smartphones und die machen wir jetzt knickbar. Soll natürlich Vorteile haben, dass man halt eben, ja, was ist das eigentlich der Vorteil? Ich höre das nicht. Also so ist es ja, wenn es halt eben ein großes Smartphone ist, relativ dünn, 7 cm oder sowas, oder ja, 8 cm, alles unter 10 cm im Grunde genommen. Aber ja, wenn man es knickbar macht, haben wir ja wieder über 10 cm. Das heißt, so würde das gerade noch so in meine Tasche reinpassen und es würde auch nicht irgendwie komisch aussehen. Aber wenn ich dann jetzt das Ganze wieder knickbar mache, habe ich wieder so einen 12 cm Oschi, den ich in die Hosentasche packen muss. Dadurch wird es halt wieder verdammt dick. Und das ist ja noch nicht alles. Dann habe ich auch noch die halbe Oberfläche auch nur zur Ansicht, wenn ich das Ganze im knickbaren Bereich habe. Und dann natürlich Samsung Flip. Sie haben sich gedacht, beim Z Flip, wir können es auch so aufstellen, wie ein Schminkspiegel. Aber dann habe ich auch tatsächlich wirklich nur die Hälfte der Oberfläche zur Benutzung. Und unten, ja, da müssen wir was ausdenken. Was machen wir mit dem unteren Bereich? Ja, Gameboy, naja. Nee, wir sind jetzt keine Spielefirma. Also was machen wir? Ah, Selfie-Cam. Wir machen das so, dass das wirklich wie ein Schminkspiegel. Da unten kann ich dann rumwischen und kann dann draufdrücken, um ein Selfie zu machen. Oder einen Selbstauslöser machen. Das heißt, ich kann das überall aufstellen, wo ich möchte. Ja, da freuen sich schon die Taschendiebe drauf, wenn ich das irgendwie auf eine Mauer stelle und dann ein paar Meter weitergehe und dann hier. Da freuen sich die Leute, wenn die dann, ist es weg. Oder natürlich auch die Selfies, die ja, wie soll man das eigentlich nennen? Blödies würde ich sie eher nennen. Die Leute, die sich halt in Lebensgefahr begehen, dafür einfach nur ein tolles Selfie zu schießen. Also wir können demnächst damit rechnen, dass durch dieses aufstellbare Teil dann wahrscheinlich dann auch noch mehr von diesen Blödies und diesen Umständen dann auffallen wird. Dann dieser sogenannte Laptop-Modus ist kein Laptop-Modus, weil das viel zu klein ist, um irgendwie da ordentlich drauf zu tippen. Das geht nicht. Es ist einfach viel zu klein, da ordentlich drauf zu tippen. Man muss, selbst mit zwei Händen ist, weil eben schwierig. Ja, gestohlene Smartphones, keine Anpassung der meisten Apps ist das nächste Problem an diesem Modus. Da werden einige Samsung-Apps dran angepasst sein. Die Galerie-App, da kann man so swipen. Oh, Selfie, 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 Selfie. Unser eigenes Ego dran befriedigen. Aber so richtig innovativ ist die ganze Geschichte nicht. Es ist ein Gimmick. Das ganze Phone ist ein Gimmick, aber richtig innovativ ist es nicht. Und dann bewirbt Samsung das ja auch noch, dieser ganze Flip-Mechanismus. Ah, wir sind das erste Flip-Phone, das erste Falt-Phone mit Glas-Display. Ja, bis das einer mal untersucht hat und dann herausgefunden hat, nee, stimmt gar nicht, ist immer noch Plastik. Ihr habt da vielleicht, ich weiß nicht, was ihr da zusammengemischt habt, aber da ist vielleicht 0,0001% Glas drin, der Rest ist Plastik. Das ist ein ganz normales Plastik-Flip-Phone, was Samsung einfach nur mit Glas beschreibt, weil sie halt da eben 0,00001% Glas reingetan haben. Also ich kann meinen Fingernagel nehmen und dann einfach so quer übers Display einfach mal wischen und schon habe ich da eine Falte drin oder das Display kaputt gemacht.
Das heißt, es ist kein Glasdisplay. Es ist also auch nicht mehr stabil. Klar, dieser Flip-Mechanismus erlaubt es einem natürlich dann hier, das Display zu schützen, wenn ich es zugeklappt habe. Aber im aufgeklappten Zustand nicht mehr. Wenn da also jetzt irgendwie Sandkörnchen drin sind oder in meiner Hosentasche da irgendwie was drin ist, was dann dazwischen kommt, was durchaus passieren kann, weil das Teil macht ja nicht und ist komplett dicht, sondern es macht und dann sieht man so eine Lücke, da kann man also durchgucken. Nicht so, ist ein bisschen übertrieben, aber kann man durchgucken. Das heißt, da kann sich auch ein Staubkorn oder mal ein Sandstein drin befinden und dann ist das Display, wenn das zu viel Druck hat, Plastik, habt ihr ein Loch drin und dann gehen die Pixel sterben. Das ist also auch nicht so toll. Also es ist ein großes Display auch noch und dann auch noch ein kleiner Akku, weil halt eben dieser Klappmechanismus da und da muss der Akku sich irgendwie aufteilen, dann soll aber weiterhin dünn bleiben. Kleiner Akku. Ich weiß es nicht, das bringt keine Vorteile. Es wird also früher sterben. Dicker in der Hosentasche, das Glasdisplay faltbar, schön und gut. Ist aber kein Glas, ist Plastik, aber halt eben jedes Dragon Glass 100 Euro Smartphone, was ihr euch irgendwo kaufen könnt, hat einen besseren Schutz als das Galaxy Z Flip oder Samsung Z Flip. Weiß gar nicht, ob es Galaxy Z Flip heißt. Naja, das Z Flip hat einen so schlechten Schutz, dass ihr 90 Euro Smartphone euch kaufen könnt. Irgendwo bei Schieß mich tot, eBay. Und das wird einen besseren Schutz haben als das Z Flip. Das kann ich euch garantieren. 1400 Euro dann noch für die ganzen Spaß auszugeben, das ist wirklich schon ein sehr, sehr teures Gimmick. Das ist nichts anderes und ich weiß jetzt nicht, warum einige Leute das in den Himmel loben. Das ist keine Innovation. Motorola war vorher da mit diesem Flip-Mechanismus. Samsung ist jetzt nachgezogen mit dem. Die haben keine wirkliche Innovation mit reingehauen. Was haben sie Innovation reingehauen? Die haben Bürsten jetzt in diesen Faltmechanismus. Oh, das ist keine wirkliche Innovation. Wenn die das Display halt irgendwie gehärtet hätten, wenn sie da ordentlichen Akku reingepackt haben, wenigstens ordentliche Hardware reingepackt haben, aber 1400 Euro für so ein Gerät, wo das Display sehr kratzanfällig ist, wo sie im Grunde gelogen haben, weil es kein Glas ist, die Hardware, die da drin steckt, die Technik, die da drin steckt, vor 2 Jahren aktuell war, also Snapdragon 855 letztes Jahr, sagen wir mal letztes Jahr aktuell war. Das Display vorne, da kann man auch Selfies mitmachen, auf dem Mikrodisplay 1, irgendwas Zoll, kann man Selfies mitmachen. Da kann ich mir vorstellen, dass das gute Selfies werden, weil ich mich da richtig... Nee, also das kann natürlich nichts werden und da kann ich allen nur abraten davon, auf das reinzufallen und das zu kaufen. Das ist ein sehr, sehr teures Gimmick, aber als Smartphone ist das Mist. Es ist einfach Mist. Wartet lieber auf eine zweite oder dritte oder vierte Generation und darauf, dass das wirklich mal gefixt ist und auf die wirklichen Reviews von Leuten, die das mal benutzt haben eine längere Zeit, weil, normales Smartphone seid ihr viel besser dran. Bessere Akkulaufzeit, besseres Display, was die Stabilität angeht, da habt ihr mehr von einfach. Diese Faltdisplay, keine Ahnung, wie lange das überhaupt aushalten wird. Samsung hat da ein paar Zahlen genannt. Abwarten, wir wissen es nicht. Es ist sehr, sehr empfindlich, kann sofort kaputt gehen. Das ist also, wirklich nicht. Dann dieser ganze Faltmechanismus, dass das irgendwie Vorteile in Apps hat, sehe ich einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht. Klar, Spiele, da kann man so eine Art Gameboy-Modus theoretisch mitmachen, aber warum? Wenn ich sowieso spiele, habe ich es in meinen Händen, in meinen zwei Händen. Dann brauche ich das nicht noch gefaltet haben. Dann kann ich auch so spielen. Also, es hat zu viele Nachteile. Selbst das Motorola Razr hat es richtig hinbekommen. Hat vorne ein großes Display. Großes, ist ja auch übertrieben. Aber ein größeres Display, damit man das wenigstens nutzen kann. Also, wenn man schon ein Falthandy hat. Ich habe mal so ein Falt-Club-Phone gehabt, ein Feature-Phone. Da wurden selbst mehr Informationen angezeigt. Also da wurden, kann ich Informationen wie SMS anzeigen, wer hat mich gerade angerufen. All den Kram kann ich gerade da drauf sehen. Auf dem Motorola Razr, da kann ich das auch vorne zumindest sehen. Ich habe länger gedrückt halt, da gibt es ein paar Funktionen. Auch für die Selfies ist das noch hinnehmbar. Das sind, ich glaube, 3 Zoll oder 2,8 oder sowas Zoll oder 2,5 oder 6 Zoll. Auf jeden Fall
da kann man deutlich was drauf erkennen. Aber auf diesem Mikrodisplay, das gerade mal so groß ist wie mein Fingernagel oder wie das Schwarze unter meinem Fingernagel, nee. Also da werde ich nichts wirklich Großartiges erkennen können. Selbst Motorola hat das da hinbekommen, auch wenn der Rest vom Motorola-Gerät ja auch ein überteuerter Blödsinn ist, weil sie da im Grunde genommen noch Low-End-Hardware rein, noch mehr Low-End-Hardware reingebaut hat. Klar, immer im Vergleich zum Preis, das muss man natürlich auch sehen. Und aber zumindest haben die da ein ordentliches Display vorne drauf gepackt. Ja, also ich weiß nicht, was sich Samsung dabei gedacht hat. Es ist ein neuer Versuch, ein Galaxy Fold zu verkaufen. Und es ist ein neuer Ansatz, weil das Fold einfach, da hat man gemerkt, dass das ist einfach, das wird sich nicht entwickeln. Das wollen Leute einfach nicht. Die wollen so ein großes Tablet-Zeugs. Die wollen einfach ein Smartphone, das man kleiner hinbekommt. Im Grunde genommen wollen Leute kleinere Smartphones mit großem Display. Das geht, weil man ja diese randlosen Displays machen kann. Samsung hat es gezeigt mit dem Galaxy S10e. Fast randlos und klein, handlich, wunderbar. Das ist das, was Leute wollen. Aber noch nicht so ein Flip-Teil. Nee, also ich weiß nicht. Nee. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ihr zu der ganzen Geschichte haltet. Also schreibt einfach rein, wozu ihr das eventuell gebrauchen könnt, weshalb dieser Flip-Mechanismus sinnvoll ist. Und alle Samsung-Fanboys können mir auch mal schreiben, warum das jetzt so eine große Innovation ist. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht. Tut mir leid. Das ist einfach kein Smartphone, was ich einem empfehlen kann für diesen Preis. Das ist selbst für Technik-Enthusiasten, sollte doch zumindest die Technik im Inneren stimmen. Aber das tut sie ja nicht. 1.400 € für ein Snapdragon 855er. Selbst wenn es ein 855er Plus ist. Nee. Der kleine Akku, das Display, was Mist ist, weil sie halt ziemlich einfach zerkratzen werden. Granted, Motorola Razr, gleiches Problem. Ich könnte jetzt fast das gleiche fast zu Motorola Razr sagen. Da ist es sogar noch schlimmer, weil der Preis ein bisschen was höher ist und die Leistung dann noch weiter im Keller ist. Aber da hat man zumindest einen Nostalgiefaktor. Aber hier bei dem Teil noch nicht mal das. Ja, schreibe im Kommentar, ansonsten liken, subscriben und den ganzen Scheiß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.